Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde dabei auf Isaac. Wir starten jetzt mal kurz neu, bis wir ein gutes Item mit dem Jungen erhalten, weil. Ja, also ich hatte schon einiges Fehlversuche wieder. Da habe ich keine Lust drauf. Einfach nur jetzt was Gutes kommen. Danke, Spiel. Danke. Ich habe gerade letzte Aufnahme davon geredet, dass ich zu Hasch möchte und das Item gut beherrscht ist und das Spiel hat mich meinen Sehnen erhört. Das Spiel möchte es auch. Und wenn das Spiel möchte, arbeitet jetzt im zweiten Raum mit einem Lebensitem mit. Wenn das Spiel möchte, ich spoilere euch, ich bin gerne nicht gleich rein. Und kenne ich nicht. Actius, ja, habe ich nicht mehr. Gut. Also. Ich bin bescheuert wie so ein Stück Scheiße und in der letzten Folge habe ich davon geredet, dass wir Hasch machen wollen und das Knife extrem gut beherrscht ist. Wir haben zwar nicht viel Range, aber dafür machen wir Schaden. Und den brauche ich, den Schaden. Aber ich weiß noch nicht, ob wir zu Lidl, aber eigentlich Delirium ist eigentlich möglich, weil wir haben eh schon alles geschafft. Hasch wäre das Letzte, was wir machen müssen, abgesehen vom Greedier Mode und den können wir eh nicht schaffen im normalen Run. Ist klar. Und deswegen ist eigentlich Hasch Gocken, Delirium Gocken so schlechte Idee. Ich weiß nicht, wie der mit Mobs Knife ist. Man müsste gucken. Er hat ja auch eine Damage Reduction. Ach, das war jetzt irgendwie dumm. Keine Ahnung. Jetzt nicht sterben, bitte nicht. Bitte. Nur ein Herz jetzt. Nur ein Herz. Ich will nur ein Herz. Also auch ein HP ab oder einen blauen Stein. Das wäre jetzt mein Ziel. So, jetzt brauche ich nicht den Schwachsinn jetzt. Im blauen Stein, ich spiele ab, bitte Horn. Also du kannst mir keinen blauen Stein geben, aber ich spiele ab. Und du gibst mir das HP ab, sonst suche ich dich heim, du Sohn. Genau, ohne Schaden. Ach, der Boss ist aber auch kacke, man. Vor allem mit Mom's Knife irgendwie. Und die ganze... Komm, guck mal. Durch. Ja. Boah, HP. Danke, Lost. Der Horn war das, ja, Entschuldigung, aber ich muss jetzt gerade mal, ich weiß, keine Ahnung, wenn ich mich konzentrieren muss, da laber ich mir mal ganze Kacke. So, und ein HP ab. Und der Scheiß-Pin macht's. 10 Minuten XXL-Ebene, das wird ein schneller Run. Den benötige ich auch. Also der andere ist jetzt nicht so schlimm. Ich brauche jetzt noch Damage ab, weil Marms Knife ohne Damage ist auch gar nicht so gut. Also gegen Hasch ist es jetzt nicht so schlimmer, weil der eh eine Damage Reduction hat. Aber jetzt in den normalen Räumen, du Kackarsch. Nee, nee, nicht mein Leben verlieren, nicht mein Schwarzes verlieren. Ich will den Devil Deal, ich will ihn. Ich will den Devil Deal, komm, 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 jetzt rein einfach. Ich weiß, man hört gerade in meiner Tastatur laut, das ist immer so bei solchen Items, weil ich oft vor allen Dingen mit der Dings arbeiten muss, mit den Pfeiltasten, weil ich das halt steuern muss, so ein bisschen. Ja, ist jetzt auch egal. So, hier, tschüss, meine Freunde, wollte ich nochmal so sagen. Das kriegt mich schon wieder auf hier, so eine kleine Sackgasse, das ist immer kacke. So, so, hier ist ein schöner. Den machen wir. Komm, flott jetzt. Komm, komm. Ich möchte jetzt Hasch schaffen mit diesem Charakter. Das wäre jetzt endlich mal. Da hätte ich jetzt auch gar nichts. Ja gut, ich habe einige viele Fehlversuche, aber richtige Runs hatte ich mit denen so ungefähr 3. Also wo ich weiter als jetzt so die dritte Ebene so, also jetzt bis zum Arm, sage ich jetzt mal, gekommen bin. Richtig ganz hatte ich 3 und da habe ich fast alles geschafft. Ich habe einmal auch so ein Sieges, also wo man mit seinen neuen Items wieder anfangen kann. Das war der Run, wo ich Mega Satan geschafft habe. Ja, aber sonst ist eigentlich alles ganz normal gewesen. Ja, aber es ist halt auch kein so schwerer Charakter. Jetzt wieder Keeper oder so, da ich jetzt hier dran verzweifle oder so ein Schwachsinn. Manchmal schon, aber. Ja, gut. So, das Knife ist so krass jetzt. Jetzt komm her. Eigentlich ist es nicht krasser als zuvor, aber ich liebe das Knife irgendwie in letzter Zeit so. Das, ja, es ist halt einfach OP. Es ist halt einfach für Damage und krass. Richtig gute Beschreibung. Also, wenn mich jemand fragt, was das Knife ist, sage ich immer, das ist für Damage und krass. Jetzt war es fast vorbei mit meinem Leben. Wenn ich in den reingelaufen wäre. So. Bitte, bitte nicht. Okay. Nicht so schlimm. Ich bin mir immer noch unsicher, ob bei den Items die Hitbox vergrößert wird. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ja, 2 blaue Herzen. Die sah so weiß gepunktet aus, glaube ich.
So, die Scheißhaufen, die sind sogar noch. Die gehen sogar noch so. Das sind solche Dangle-Scheißhaufen. Bitte, bitte. Bullshit. Turfklaps, sonst ist nur unsere Bomben verdoppelt. Das hat jetzt eigentlich. Ach du Kacke, du hast erinnert, der macht ein ganzes. Der macht ein ganz. Dort weg. Oh, jetzt komm. Ja, komm schon. Los. Ja. Jetzt nicht kacken, jetzt nicht kacken. Ja. Weg, genau. Du auch. Easy. So, Itemraum hatten wir den schon. Ich bin gerade unsicher. Nein, hatten wir noch nicht. Treffer. Die sind schlimm, die sind schlimm. Durch. Ja. So, Lava bringt es, wenn man einen Scheiß auf den kaputten. Nee, das war das, das. Okay, das ist aber auch gerade, merke ich gerade gar nicht, deployed. Also kann ich eigentlich von vorne rangehen an den. Stellt euch mal vor, die Superform wäre einfach deployed oder sowas ähnliches irgendwie. Das wäre einfach der größte Abfuck. Damage. Bullshit. Engineer-Chance erhöhen, so. Bleibt die dann höher? Oh, das ist so viel, wie das erhöht. Überlegt mal, 12,5%. Also, ein Achtel von 50%, ja. Ein Achtel von 50% ist eigentlich übelst krass. Na gut, nee, bleibt nicht. Bleibt nur auf einer Ebene die Änderung. So, und jetzt können wir mal ein bisschen hier durchgehen. Genau. Oh, das war gekonnt gerade. Das war gerade gekonnt, dass ich dort nichts getroffen habe. Da müssen wir mich schon mal hören. Also, im Nichtstreffen bin ich ja aber auch wirklich der Meister. So, jetzt, genau. Also, ich bin mir jetzt also endgültig sicher, dass die Portale nicht despawnen durch einen Bug, sondern einfach gewollt, damit die nicht mehr so OP sind. Ganz einfach, weil drei Gegner spawnen und das droppt einfach random. Das kann ja nicht. Das ist ja manchmal droppt zum ersten. Das ist. Ne, ist kein Bug. Ist gewollt. So, jetzt noch ein bisschen flotten. Jetzt hier zackig. Dann wird man hier einen schönen Run hinkriegen. Also den auf einen schnellen, weil ich wie gesagt nicht so ganz viel Zeit habe jetzt. Ich weiß, die Isaac-Runs kommen vor allem auch in letzter Zeit ein bisschen kürzer. Am Wochenende habe ich gar nichts hochgeladen. Das lag aber im Grunde genommen daran, dass ich jeden Tag gestreamt habe. Und dass am Sonntag, als ich aufnehmen wollte, wieder mal eine Down-Phase war, wo ich einfach nichts geschafft habe. Das was jetzt dauert, also ich habe einfach nie gewonnen und ich wollte keinen Run hochladen, der 12 Minuten geht und wo ich dann irgendwie bei Marm sterbe oder so ein Schwachsinn. Deswegen kam da einfach nichts fertig. So, weil es ist ja auch nicht sinnvoll, irgendwelche dummen Videos hochzuladen. Ich will ja auch ein bisschen, weißt du, so das neue Spiel so ein bisschen ganz spielen und nicht nur halb. Ich hätte das im Übrigen noch eigentlich einsaugen können gerade, aber es ist keine Ahnung, vielleicht kriegt man noch irgendein Item, was uns zu Tränen wiederholt. Deswegen habe ich es mir mitgenommen. Weil es bringt uns ja im Grunde genommen nichts, das Spielshot. So, jetzt mal, wo ist der Boss? Wartet mal, bin ich eigentlich bescheuert oder bin ich gut? Ne, ich bin gut. Ich dachte gerade, ich habe den Boss schon gesehen und bin nicht reingegangen, weil ich den alten Raum machen wollte und mache jetzt einfach irgendwelche Würmräume. Ist ja gar nicht so gut. So. Komm. Komm. Genau. Den noch weg. So, also Splitshot war jetzt nicht so wurf, wie gesagt. Und die Portale. So, in despawn? Nein, ist es nicht. Der hat es noch überdeckt, der Junge. Jetzt ist despawn. Ach, wie viel Damage wir aber auch durch das Knife machen. Das freut mich immer wieder. Wenn ich das sehen darf, nochmal in meinem jungen Leben hier. Jetzt hat er mich das erste Mal durch diesen Mist getroffen, glaube ich. Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Hä, macht das jetzt mehr Schaden oder bin ich dumm? Nee. Splitshot erhöht auch den Schaden gar nicht. So. Ist das Mikrofon? Ja, ich dachte gerade, es ist oben. Oh, das wäre scheiße. So, der Junge, der könnte uns nein live spawnen. Das wäre jetzt eigentlich. Nee, nicht meine ganz. Das ist doch so ein Schwachsinn. Jetzt hat er unser ganzes Scheißleben weggenommen, der Mann. Oh, nee. Wie viel Schaden hat er uns gemacht? Zwei insgesamt, glaube ich. Ach, du Kacke. Ja. Ich hätte auch woran sich eigentlich nichts ändern können. Ich bin dort reingegangen, wurde übelst überrascht durch den, weil ich dachte, ja, jetzt geht's flott. Und dann, schade. Ich dachte gerade, ich habe dort noch durch diese letzten Zipfel da irgendwie Schaden bekommen. Aber da hätte es jetzt 13 geschlagen, du.
Da wäre ich jetzt hier, oh, da wäre es jetzt, da ist jetzt der Schutz. Nee, also nee, also nee, also jetzt nicht. So. Ich hoffe jetzt noch auf dem Item, was jetzt ein bisschen Range up macht. Die Puppe hat schon Range up gemacht. Also, das ist Dolly da. Ich gönne auch mal unser White Item. Das ist jetzt wieder so ein Run, in dem ich komplett bescheuert bin. Jetzt bin ich auch gerade. Und indem wir unser Space Item gar nicht benutzen können, eigentlich im Grunde genommen, weil wir haben jetzt, also das jetzt, aber das war gar nicht so gut, das Ding. Wir haben jetzt weder Space Items noch Items, die wir jetzt nicht hätten mitnehmen können. Das Knife war übelst gut, das eine, den habe ich noch nicht gekannt, die anderen eigentlich auch. Außer jetzt vielleicht dieses da, aber. So, und deswegen, das ist immer Kacke mit dem Item. Es ist halt nur, die Six ist eigentlich im Grunde genommen jeden Run gut. Da hätte ich jetzt auch diesen Parasite wahrscheinlich rerollt. Das ist bei dem Item ein kleiner Unterschied. Ach ja, jetzt gibt's mir keinen. Jetzt geben sie mir keinen Schlüssel mehr, ist doch klar. So was Dämliches. Habe ich jetzt dort ausgegeben, blauäugigerweise, weil ich dachte, oh, das ist so eine schöne Kiste, die gibt mir jetzt noch ein Item. Nein, macht sie nicht. Das war Kacke jetzt von mir, aber so richtig. Wir können hier nirgendwo rein. Es gibt noch. Ach ne, das war glaube ich ein Anti-Buff. Also eine Mod für Rebirth, ne? Da gab es so ein Trinket, das war eigentlich übelst cool. Also, das nie übernommen haben, das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber damit konnte man irgendwelche Shop-Türen und so und Itemräume aufsprengen. Aber das war richtig cool, das Item. Das habe ich gemocht. Durch. Ja, Problem ist halt jetzt, dass wir wirklich gar keinen Schlüssel bekommen. Das ist halt. Jetzt wurde ich auch noch getroffen, Mann. Und wir brauchen mehr Leben, Versch. Abandon. Na gut, abandon. Gravis Power wird. Oh, die Wisse ist das. Die Wisse ist das. Das war dämlich. Aber die machen jetzt den Angriff. Das ist klar. Das machen die immer, wenn die so gegenüberstehen. Und da wir jetzt die eine nicht angegriffen haben. Ach, der Boss ist aber auch wirklich so OP. Das ist einfach nur ein Scheißarsch. Das ist einfach nur grundsätzlich ein Scheißarsch. So, jetzt können wir zwei Trinkets nehmen. 404. Ich nehme auch nicht an, dass wir noch einen schönen finden. Ich mache jetzt, glaube ich, mal einen schnellen. Und da können wir uns noch ein Item aus dem Bosch Rush nehmen. Aus dem Bosch Rush. Also aus dem Bosch Rush. Bosch. Boss. Rush. Ja. Aus dem Bosch Rush. Willst du mich verarschen? Bosch Rush. Boss Rush. Bin ich behindert? Boss Rush. Ja, gut so. Manchmal geht's ja flott. So, nein, also können wir noch ein Item aus dem Bosswasch nehmen und uns raus teleportieren, um den jetzt zu machen. Es wird auch eine schnelle Runde, habe ich so erst einmal am Snipe Run und. Oh, Junge! Bring mich denn so aus dem Kon. Oh nee. Weg! Danke. Ich darf nicht mehr viel Schaden bekommen. Ich habe normalerweise schon genug und ich brauche gerade eigentlich fast was zu trinken. Danke, Spielchen. Also für alle, die Chaos Card nicht kennen, das kann ich jetzt nicht töten. Nicht töten. Weg mit dir. Nein. Das ist einfach eine Karte. Die kann ich, also wenn ich die einsetze, wirft er diese nach vorn. Und dann tötet das jeden Gegner instant. Auch Hash, alle Bosse, alles. Problem bei der Sache ist dann gleich, dass ich. Also Delirium geht damit nicht zu töten, das ist noch das Problem. Und man muss die treffen. Und wenn ich die nicht treffe, dann wähle ich einen Freitod. Und dann wähle ich. Halt jetzt. Nee. Nee. Ich wähle jetzt auch kleinen Freitod. Ich wähle ihn gleich. Weg mit dir, Halunke. Leben. Ah! Oh! Weg, 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 weg! Weg! Kommt von unten was? Oh ja. Was ist das für ein Raum, Mann? Was jetzt? Das möchte ich auch gerne hochladen. Weil der Run war ja. Mann, jetzt! Tschüss!
Bis zum nächsten Mal.